Einsatz für Frank Rosin im Restaurant Scharschmidt an der Ahr bei Bonn. Besitzer Björn entstammt einer Sternekoch-Dynastie, doch das garantiert noch keinen Erfolg. Fuck you. Ich habe jetzt Umsatz 150 Euro die Woche gemacht. Die Woche? Mhm. Ach du Scheiße. Misswirtschaft, wohin das Auge schaut. Fehlende Hygiene, verfaulte Lebensmittel und schlechte Qualität. Boah, dein Laden ist ein einziger Dreckstall. Ich brauche wirklich Hilfe. Du hast eine 500.000 Schulden, Meister. Björn steht vor den Schaben seiner Existenz. Was sagt denn deine Familie dazu? Kennt dein Vater diese Zahlen? In der Größe nicht. Eine Zerreißprobe für die ganze Familie. Wenn ich jetzt so die blanken Zahlen auf dem Papier sehe, und so, bin ich schon sehr enttäuscht. Ja. Wenn ich aber doch das Wasser bis zum Hals stehen habe, dann stehe ich um 6 auf. Und wer macht den ganzen anderen Scheiß? Du! Weil ich kopfgefickt bin, hab ich dir doch gesagt. Also das hat der Papa nicht verdient. Einfach nicht. Ich hab deinem Vater versprochen, dass wir hier eine Lösung finden. Ich hab doch nichts zu verlieren. Weißt du was? Und das ist das Problem. Und das ist das Problem. Ey, du hast sie doch nicht alle, ehrlich. Der heutige Hilferuf führt Frank Rosin zu einem beliebten Ausflugsziel in Rheinland-Pfalz. Dort liegt das Lokal von Björn Scharschmidt. Das Team des Restaurantprofis steht schon bereit. Moin. Moin. Ja, wir sind im Ahrtal, direkt hier am Kaiserstuhl. Das Restaurant Scharschmidt, wo wir jetzt hingehen werden, das ist auch direkt hier vorne sofort. Mega Lage. Gerufen hat mich Ewald, der Freund des Betreibers, Björn. Und es sieht nicht wirklich gut aus. Was mich eigentlich wundert, weil die Eltern von Björn haben beide unabhängig voneinander ein Sternerestaurant betrieben. Das heißt, eigentlich Top-Voraussetzungen. So, und was wir jetzt vorfinden, das gucken wir uns mal an. Oh, einen dicken Smoker vor der Tür. Sieht gut aus. Doch ein Blick durchs Fenster zeigt die Realität. Nicht gespült gestern, hä? Winteröffnungszeit, Mittwoch, Samstag ab 17 Uhr, sonntags, feiertags ab 12 Uhr. Mein Freund, da ist er, der Björn ist da. Der Besuch des Sternekochs kommt völlig unerwartet. Grüß dich. Ja, hallo. Hi. Komm rein. Mach ich. Ja, ich bin aufgeregt. Ne? Ich bin total aufgeregt. Das hat mich tatsächlich überrascht. Total. Ne? Also, jetzt packen wir es an. Ne? Also, ich bin nur aufgeregt gerade. Nicht ohne Grund. Denn in der Küche herrscht pures Chaos. Das ist ein Restaurant. 30 Quadratmeter, die nicht zum Bleiben einladen. Boah, es riecht hier sehr muffig, ne? Riecht das immer so? Nee. Also, das ist natürlich im Laufe des Tages, wenn ich die Abzug sauber mache, geht natürlich immer ein Schuppen mit raus. Und ich rieche es natürlich auch jetzt nicht mehr so, weil ich von draußen reinkomme. Ist das jetzt hier alles? Ja, wir haben noch die Terrasse und den Riesenbiergarten unten. Aber für Restaurant ist das hier alles. Der Innenbereich bietet nur 27 Sitzgelegenheiten. Wow. Das ist aber klein. Ja. Das bedeutet geringen Umsatz. Der Profi will es genau wissen. Wie schlimm ist es denn? Sehr schlimm. Wenn der Kühlschrank leer ist, dann muss ich halt taggenau einkaufen mit dem Geld, was ich abends einnehme. Wenn ich keins einnehme, kann ich nicht einkaufen gehen und man fühlt sich immer so ein bisschen unsicher. Wie viele Gäste hast du jetzt in der schlechten Zeit? Gestern waren es 6. Mhm. Ja, und ich habe jetzt Umsatz 150 Euro die Woche gemacht. Die Woche? Die Woche. Mhm. Die Woche. Umsatz. Ja. Also entweder habe ich total, ich sag jetzt mal, verkackt im Sommer. Oder ist es einfach, weil nicht mehr viel an die Ahr gefahren wird, das liegt mit dem Wetter zusammen. Ich weiß es wirklich im Moment nicht. Du
weißt es wirklich? Ich weiß es wirklich nicht. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Du machst die Kaffeemaschine an und ich guck mich mal ein bisschen um. Alles klar. Okay. Dabei macht Frank Rosin weitere erschreckende Entdeckungen. Nicht weggespült, Gläser, Unrat. Warum stinkt's ja auch? So, Küche. Ach du Scheiße. Das Herzstück des Restaurants entpuppt sich als Müllhalde. Oh je, was ist denn hier los? Hier der Dreck vom, und hier die Fische. So etwas bekommt Frank Rosin nicht oft zu sehen. Die Arbeitsflächen wurden schon länger nicht mehr gereinigt. Die Lebensmittel sind verdorben. Diese Zucchini wurde gestern, die wurde gestern verkocht. Weil das ist bestimmt der Arbeitsplatz von gestern. Und da hat er so eine Zwiebel verarbeitet. Frische Kräuter. Oh, wisst ihr, wie das stinkt? Kennt ihr so gärendes Gras beim Bauern? So sauer, faul? Boah, mir kommt die Kotze gleich hoch, ehrlich, aber ohne Scheiß, wirklich. Das schimmelt alles hier, die Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für ein Saustall? Also jetzt mal ehrlich, jetzt ist mit der Kontinenz aber mal auch am Ende. Wie kann man denn in so einem Dreckstall kochen und dann hier gehen Gäste essen, die Geld bezahlen und die ihm auch vertrauen, dass sie nicht nur satt werden, sondern auch nicht krank werden? Und hier, guck mal, der ganze Fraß von gestern steht noch. Der Spinat von gestern noch hier. Guck mal hier. Und die Soße. Und hier. Ach du Scheiße. Im Lagerraum wird es noch schlimmer. Dort vergeht dem Gourmetkoch endgültig der Appetit. Stell dir mal vor, wir würden jetzt essen gehen zusammen. Und wir sagen, eine schöne Haxe an der A. Und dann wüsstest du, dass der Koch die jetzt hier so furztrocken mit so einem alten Kacklappen oder hier vorgekochte Nudeln. Und die stinken wie der Kühlschrank. Doch das ist noch nicht die Spitze des Eisbergs. Was ist denn das? Der Kühlschrank steht ja auf. Schimmeliger Fenchel. Von Qualität und Frische keine Spur. Und so geht es weiter. Alarmierende Zustände. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass dieser nette Kollege Björn aus einer Familie abstammt, wo beide Eltern ein Sternerestaurant hatten. Kultur, Gastronomiekultur. Ja, ein Michelin-Stern ist das Größte, was man in der Gastronomie bekommen kann. Das heißt, die Eltern können es. Und da ist er hineingeboren worden. Ich weiß nicht, was die sagen würden, wenn die das sehen würden, was ich jetzt gerade sehe. Soßenpulver. Schaut mal, so sieht die kulinarische Zukunft an der A aus. Oh. Futtern wie beim Muttern. Es wird Zeit, Björn zur Rede zu stellen. Ich habe einen kleinen Rundgang gemacht. Ja. Was ist mit dir los, Björn? Ja, scheiße. Dein Laden ist ein einziger Dreckstall. Da steht Essen von gestern auf dem Tisch, da ist dein Mise en place von gestern noch, dein Arbeitsbrett. Du hast gestern mit einer schimmeligen Zucchini gearbeitet, mit einer verfaulten Zwiebel hast du gearbeitet. Überall schimmelt es, ist es dreckig. Alle Arbeitsgeräte sind sowas von versaut. Ich bin jetzt gerade 10 Minuten hier. Und würde mich gerne mit dir darüber unterhalten, was mit dir los ist. G-
ganz ehrlich, ich habe es nicht gesehen. Was soll ich sagen? Es tut mir leid, Frank, dass du das so sehen musst, dass wir da bei null anfangen. Das tut mir total leid. Aber ich brauche Hilfe. Ich brauche wirklich Hilfe. Draußen steht ein Smoker, um den Schein zu wahren, dass hier aktuell und modern Essen zubereitet wird. Und wenn man hier reinkommt, dann kriegt man so einen mit der Dreckschippe vor die Fresse. Also es ist schon so, dass man die Dinge nicht mehr sieht und auch ausblendet. Es war auch keiner da, der mir geholfen hat, gesagt hat, mach es so oder mach es so. Das Schlimme finde ich ja, dass man das auch seinen Gästen zutraut. Verstehst du? Dass man das Gefühl dafür verloren hat, dass man auch eine gesundheitliche Verantwortung vor den Gästen hat. Ne? Deine Eltern sind Spitzengastronomen. Ich sag mal, was ist denn mit dir los? Du bist total verloddert. Ja. Ja, ich bin überfordert. Ja, und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wo ich aufhören soll. Ich weiß nicht, wo ich Pause machen soll. Ja, erzähl weiter. Ne, es ist einfach. Also, ich glaube einfach, dass es zu viel Arbeit war und dass ich den Fokus falsch gesetzt habe. Mhm. Hier kann man eigentlich nichts essen. Doch Frank Rosin geht auf volles Risiko. Kannst du immer noch essen. Geil. Ganz essen. Geil. Aber Herr Kollege, du machst doch um 17 Uhr erst auf. Wenn du deinen Hintern um 11 Uhr aus dem Bett schwingst und um 12 Uhr hier hinkommst, dann hast du 5 Stunden Zeit, alles vorzubereiten. Versetz dich mal in meine Lage. Ja. Wir tauschen einfach jetzt mal. Mhm. Was würdest du jetzt in meiner Situation jetzt machen? Wenn du das jetzt genau so hier so sehen würdest wie ich. Ja, bring den Scheiß in Ordnung. Ne? Und dann fangen wir an. Und du sagst, dass du hoffst, dass ich das verstehe. Björn hat den Ernst der Lage noch nicht erkannt. Problem Nummer 1 ist seine verwahrloste Art. Frank Rosin braucht jetzt dringend frische Luft. Also sowas. Soll ich ihm sagen, du bist eine Schlampe? Man kann ja mal was liegen lassen oder man räumt was nicht weg. Wir sind hier in einer Situation, die schon wirklich komisch ist. Und durch Unachtsamkeit, das ist einfach in unserem Job nicht möglich. Ich muss mich jetzt schon aufregen. Ich bin erst eine Viertelstunde hier, weil ich bin traurig. Ich bin traurig. Weil ich nämlich nicht weiß, was ich dem sagen soll. Soll ich ihm sagen, du bist eine Schlampe? Ja? Soll ich ihm das sagen? Nein, das gehört sich nicht, das tut man nicht. Aber eins steht fest, hier geht nicht ein Essen raus, bevor nicht sauber und aufgeräumt wird.